Also, werte Freunde, herzlich willkommen zu The Forest Patch 0.909, Entschuldigung, B. Ja, 19 Tage haben wir noch Zeit. Und bevor wieder unser Spielstand abkackt, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir nochmal eine kleine Runde, damit ihr seht, wie weit oder beziehungsweise was hier abgeht. mein alter Spielstand ist natürlich wieder den Bach runtergegangen. Aber daran haben wir uns ja schon gewöhnt. Also ich habe mir hier ein kleines Häuschen mit Meerblick hier hingestellt. Und ja, bin leider einmal gestorben. Also was heißt gestorben? Ich war bei denen in der Höhle drin, konnte aber fliehen und bin wieder da. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht mehr sterben. Hier habe ich übrigens ein paar Stickies gesammelt und sie hier hingestellt. Und hier ein paar Steine schon mal sortiert. Und ja, wir rennen jetzt erstmal ein bisschen rum hier. Wie ihr seht, ein paar Rehe rennen hier rum und ein paar Waschbären und was weiß ich, was hier alles rumkreuchen fleucht. Ich hoffe nur, dass diese Ureinwohner nicht mich wieder attackieren. Die haben mich nämlich da zerstückelt mit 15 Mann oder so. Und ich denke mal, das ist ein Bug gewesen, weil die haben so krass gespawnt bei mir im Lager. Da hinten irgendwo. Ihr seht ja, ich habe da schon ein bisschen was vorgearbeitet. Und ja, das war nicht so angenehm. Weil man konnte überhaupt nichts mehr machen. Und am übelsten finde ich eigentlich diese Typen mit dem Feuerchen in der Hand, also mit der Fackel. Da hat man ja fast überhaupt gar keine Chance. Wenn die auf einen zurennen, man brennt. Also wenn du da kein Wasser in der Nähe hast, dann gehst du auf jeden Fall drauf. Ja, hier haben die ein bisschen was gehackt, die Freunde. Haben probiert, mir hier ein paar Fallen zu stellen, aber ich habe im Gegenzug dann natürlich da vorne auch eine Falle hingestellt. Probiere übrigens die ganze Zeit irgendwie einen Hafen zu kriegen, aber wie ihr seht, ist das Ding leer. Das Einzige, was ich mal gefangen habe, ist ein Waschbär. Und den kann man ja bekanntlich noch nicht snacken. Natürlich ein bisschen übel. Dafür haben wir hier etliche Rehe. Ah, aber wenigstens wieder mal ein Lurchi. Das ist ja auch schon mal was wert. Denn die haben ja meine ganze Panzerung weggeknallt. Obwohl die Hasen rumrennen, fange ich irgendwie keinen. Eigenartig. Naja, gut. Wie ihr seht, haben wir alles an Äxten, glaube ich, die man kriegen kann. Von der normalen Axt zu dieser rustikalen Axt, zu der modernen Axt, dann die selbstgemachte, gecraftete Axt und natürlich die Schamanen-Axt, mit der man allerdings keine Bäume fällen kann. Nehmen wir erstmal das da. Ja, aus der. Und dann war ich noch auf dem Schiff. Da findet man ja halt diese, was soll man sagen, Bengalo-Lichter und ja, dich wollte ich gerne snacken oder fangen, aber naja, scheiß drauf. Das einzige Witzige ist, dass ich die Flare Gun habe, die funktioniert aber nicht. Das heißt, man kann schießen mit der, aber es passiert nichts. Also es hat sich auch nichts getan, als ich noch Munition hatte. Ja. Munition scheint ja zu haben, aber es passiert nichts. Natürlich großartig. Dann hier einmal die Schamanen-Axt mit einer Hand drauf. Ich habe mich auch probiert, da mal zu prügeln, weil ich gedacht habe, mein Gott, die ist ja dann bestimmt etwas heftiger. Oh, geht er da rein? Nee, er geht nicht da rein, ist ja nicht zu fassen. Oder ist das doch zu? Doch, da ist ein Hase drin. Ist ja nicht zu glauben.
Normalerweise würde ich mir dann erstmal hier einen kleinen Rabbit Cage hinbauen. Damit ich auf jeden Fall ein paar Sachen habe zu essen. Dann sind wir den am besten, stelle ich am besten hier hin. Ne? Also mal interessieren. Suchen, wo der ist. Rabbit Cage. Ja, ich mache einfach mal hier hin. Kommst du schon wieder? Ich höre da irgendwas. Naja, wenigstens laufen wieder ein paar Tiere rum. Das war auch ein Problem. Ja, ich probiere natürlich jetzt erstmal wieder ein bisschen Panzerung zu bekommen, weil wie gesagt, sterben dürfen wir nicht mehr. Hallo? Wieso hat denn der hier was gemacht? Kannst du den vielleicht mal da hinlegen oder so? Weil Essen brauchen wir jetzt ja nichts. Such mal eben kurz ein paar Stöckchen. Da liegt auch einer rum. Irgendwie liegen hier überall auf einmal Tiere rum. Suchen wir erstmal kurz ein paar Stöckchen, damit wir den Rabbit Cage machen können. In der Hoffnung natürlich, dass sie sich dann auch vermehren. Schauen, was passiert. Ja, und dann hatte ich da hinten ja unser großes Bauvorhaben, wo ich jetzt auch ein Hausboot und sowas bauen wollte. Mal ein bisschen mit Dreck einschmieren, so vielleicht riechen die uns dann nicht mehr so, kann ja sein. Und dann gucken wir mal, dass wir hier erstmal kleine Zucht machen. Ah, da war Mr. Waschbär. Hallo. War hier nicht gerade ein Hase drin? Ey, das ist ja wohl. Habe ich den jetzt? Ne. War ja keiner mehr drin, ne? Oh man. Toll. Habe ich den Scheiß gebaut und der Hase ist weg. Das ist ja mal wieder ein Ding. Ja, da ist noch ein Murchi. Obwohl, den würde ich ja nur jetzt killen, so damit ich... Da komme ich mal mir erstmal was zu essen. Das war jetzt nicht den größten Hunger, allerdings kriegen wir dann natürlich wieder volle Ausdauer. Ich weiß auch nicht, wird es jetzt gleich wieder dunkel? Lohnt es sich da hinten hinzulatschen? Ich meine, da war ja letztens ziemlich viel Betrieb. Mal eben kurz warten. Pfeil und Bogen habe ich mir übrigens auch gebaut. Ich könnte wieder ein paar neue Pfeile gebrauchen. Das ist eigentlich ziemlich easy mit einem Stock. Mit einem Seil und kann man sich hier diesen Arrow machen. Ja, Crafted Arrow. Da vorne. Ein paar Pfeile haben wir auch noch, aber nur noch drei Stück. Also gucken wir mal, dass wir vielleicht noch ein paar Pfeile machen, mal eben schnell. Vielleicht könnten wir ja auch mal einen Reh schießen. Bin mir da aber nicht sicher. Oh, okay. Ich dachte, ich hätte noch ein paar mehr Federn. Aber gut, jetzt haben wir wieder 8 Stück. Ja, Essen ist ein bisschen
Sieht etwas rar aus, aber wir nehmen jetzt das Vieh erstmal mit. Da vorne liegt noch einer rum. Ein paar Waschbären hier. Und ja, der geht jetzt da rein. Das ist echt unfassbar. Unfassbar. Toll. Kann man nur zerhacken. Und dann wieder öffnen. Weil mit dem Vieh kann man ja nichts anfangen. Oh, da sind sie auch schon wieder. 5 Männchen. Also in letzter Zeit ist ziemlich viel Betrieb hier mit diesen Jungs. Die haben irgendwie nichts zu tun, keine Hobbys und so. Sind die ganze Zeit auf der Jagd irgendwie nach mir, keine Ahnung. Dabei habe ich noch gar nicht so viele von denen umgebracht. Ist auch kaum möglich, irgendwie. Ich stelle mich jetzt einfach mal hier oben hin. Ich will ja wieder zu meinem Hauptlager hin, das ist aber ein bisschen weiter weg. Ja, sind 5 Männchen. Die wieder auf Kontrollgang sind. Naja gut, was soll's, wir probieren es einfach mal. Ich habe ja was gefunden, so was uns die Wanderung etwas erleichtert. Und zwar haben wir hier einen bescheuerten Kassettenrekorder gefunden. Und sogar eine Kassette. Oh. Ja, und da haben wir auch schon wieder Besuch. Genau den, den ich nicht wollte. Immer wenn ich was zeigen will oder wenn ich was bauen will. Es ist nicht irgendwie ein bisschen... Das ist echt ein kleiner Abfacker. Kann ja nicht sein, dass ständig... irgendwelche Leute irgendwie kommen und einen attackieren und man kommt irgendwie zu gar nichts mehr. Also, dass die ab und zu mal in einer kleinen Horde aufgetaucht sind, war mir ja klar, aber die sind ja auch irgendwann wieder abgehauen. Und ja, dieser Mensch da, was auch immer sein soll. Geht mir auf die Nüsse, du gehst mir auf die Nüsse. Ich darf nicht mehr sterben, das ist das Problem. Fick dich noch! Ja, aber... Immer diese Prügeleien. Ja, ist klar, Junge. Guckt euch das an. Er hat mich in den Berg reingeprügelt. Na gut, wenigstens sieht er mich jetzt nicht mehr. Jetzt hauen wir einfach mal ab. Anstatt wir uns schon wieder da mit den ganzen komischen Vögeln da anzulegen. Ich wollte euch ja zeigen, was da für geile Mucke drauf ist auf dem Kassettenrekord. Ich meine, damit mache ich zwar auf mich aufmerksam, aber ist mir scheißegal. Also, Kassettenrekorder an. Und los geht's. Ja, geile Mucke auf jeden Fall. Das geht dann noch so. Ja, und die 80er Mucke, ich weiß nicht, was das hier, ob das so sein soll auf jeden Fall. Aber wir nehmen jetzt das einfach mal mit. Wir randalieren im Wald.
Ja, die Mucke ist geil. Die macht mich richtig geil, hier rum zu springen, am besten im Speedboat hier vorne lang zu fahren. Und hat mich irgendwie an die 80er, also Spiele so wie Scarface oder sowas. Fehlt nur noch die geile Neon-Röhre und ein bisschen Schwarzlicht. Aber gut, der Mond kommt ja geil. Wie gesagt, das ist jetzt keine Mucke, die ich habe hier irgendwie. Nee, das ist wirklich eine Kassette, die man hier gefunden hat. Ja, und da ist die Mucke auch schon wieder vorbei. Ja, eigentlich keine so schlechte Idee. Allerdings hätte ich mir da schon etwas gewünscht, sage ich jetzt mal, was ein bisschen, atmosphärischer ist, sage ich jetzt mal, wie jetzt irgendeine 80er-Mucke. Ist natürlich ein bisschen komisch, aber na gut, vielleicht fahren die ja drauf ab oder so. Man weiß es nicht. Ich gucke gerade nur, ob hier ein, zwei Fischchen drin schwimmen, aber nein, das ist nicht der Fall. Aber da sind wir bei unserem Lager angekommen. Ihr seht es bereits. Ich habe probiert, mir eine kleine Festung da zu bauen. Und ja, wir latschen jetzt da runter. Wenn ich nicht darunter stürze jetzt. Habe ich jetzt gerade was gehört? Ey, ich falle hier bestimmt runter. Ich weiß jetzt nicht, was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Nee, ich muss da so runtergehen. Wenn ich da runterstürze, könnte es schon vorbei sein. Bin aber hier irgendwie falsch, glaube ich. Man sieht jetzt auch wirklich gar nichts mehr. Obwohl ich ja eigentlich auch eine Zwischenlampe habe. Oh, hier geht's auch abwärts. Ein Hase, der. Oh gut, Stöckchen kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Hallo, komme ich hier irgendwie runter? Also gut, hier geht's runter. Und ich hatte ja in der vorigen Folge etliche Bäume gefällt, um das schnell bauen zu können. Die sind alle verschwunden und da konnte ich mein Bauvorhaben nicht mehr weitermachen. Und hier ist es halt auch passiert, wo die mit 15 Leuten hier einmarschiert sind und mir das Leben schwer gemacht haben. Ihr habt ja gesehen, von dem einen Lager bis zum anderen ist es schon ein kleines Stück. Aber wir sind wieder angekommen. Hier liegen auch noch ein, zwei Leichen rum, denke ich mal. Die haben sich nämlich hier geprügelt und sich gegenseitig umgebracht. Diese Effigies, ne, sind auch absolut, weiß ich nicht, man zündet sie an, man killt sie, man rennt rein selber und das war's mit meiner. Ach Gott, das war's mit meiner Panzerung. Aber sie halten sie weder ab noch sonst irgendwas. Also ich finde es wirklich, weiß ich nicht. Die hätten ja wenigstens das so machen können, dass
dass sie wenigstens die Leute ein bisschen auf Abstand halten oder so, aber ich sehe hier gar nichts, dass sie die auf Abstand halten. Ja, da vorne liegt noch eine Leiche, da hinten lag eine Leiche, also wir könnten schon noch ein, zwei Dinger hier irgendwo hinstellen. Jetzt ist aber dunkel, ich will jetzt nicht unbedingt im Dunkeln wieder da rumhacken. Das ist übrigens unser Hausboot. Auf dem Land, also ziemlich geil. Ob die natürlich die Hausboote wirklich auf dem Land bauen und dann erst ins Wasser setzen, irgendwie mit dem Kran reintragen, das ist mir noch ein Rätsel. Aber vielleicht kann man es ja schieben, wie unser Boot. Unser Boot kann man nämlich überall hinschieben, da hinten schwimmt es übrigens. Er hat schon wieder Hunger. Ich glaube, die Dinger hier kann man nicht essen. Und jetzt kommen sie bestimmt wieder mit 20.000 Leuten an. Also, dann habe ich echt ein Problem. Ich habe zwar die Flare Gun, aber wie ihr gesehen habt, schießt die ja nicht. Und essensmäßig sieht das hier auch nicht so toll aus. Würde aber gerne im Falle, dass wir diese Nacht überleben, gleich ein paar Bäume hacken, damit wir das Hausboot wenigstens fertig bekommen. Er hat wieder Kohldampf. Also werde ich mir nochmal einen Lurchi grillen, mal eben schnell. Da hinten kommen sie auch schon wieder angeschissen. Ich weiß, dass das hier in der Nähe von dem Lager von denen ist. Aber wo sind die Typen eigentlich nicht? Egal, wo du dich hinstellst, die tauchen überall auf. Also warum nicht direkt mal als Nachbar neben die ansiedeln? Vielleicht bringen sie mir auch mal Brot und Salz. Was natürlich sehr nett wäre, aber sehr ungewöhnlich und wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja, die Nacht dauert noch ein bisschen. Der Mond geht nämlich da hinten unter, glaube ich. Oder? Oder geht er da hinten unter? Ich weiß es nicht ganz genau. Ja, das FEG brennt auch äußerst lange, wie ihr seht. Ach, da sind sie schon wieder. Oh Gott. Ja. Fuck you, Mann. Ich wollte ja da hinten mir auch noch ein kleines Lager bauen auf dieser kleinen Insel. Ich glaube, die Dinger kann man auch nicht essen, aber ich habe ja gerade gegessen. Ich verstecke mich jetzt mal ein bisschen hier hinten, damit... diese Bescheuerten mich nicht direkt immer sehen und mich angreifen. Mal ein paar Blätter noch mitnehmen hier. Ich glaube, die Dinger kann man essen. Tatsächlich. Wie gesagt, wir sind aber noch voll gestopft und brauchen deshalb nichts. Ich gehe mal kurz bei denen im Lager nur gucken, was die da so haben. Außer Leichen. Bis zum Enker. Was ist das bitte für ein Geräusch? Wo ist ein Enker? Mutantenalarm oder wie oder was? Wie der Gronki so schön sagte, die Muschikläuse konnten ja hier rumrennen, aber ich gebe ihnen einen anderen Namen. Vielleicht sollte sie einen strammen Max nennen. Ein strammer Max, da ich sowieso Brot mit Ei ganz gut finde und die keine Eier haben, nenne ich ihn einfach strammer Max. Aber gut, warum geht hier Mucke an? Und dann wieder aus. Hallo? Ist mir ein Rätsel, okay? Ja, hier ein paar Tabletten, die sind immer gut. Ein bisschen Kohle. Das ist auch gut. Aber
wie gesagt, Tiere sehen wir hier wenige. Dafür haben wir hier ein paar Steinchen. Ist ja eigentlich nicht so schlecht. Ein Tennisball. Was haben wir hier? Noch ein Stein. Noch ein Stein. Noch ein Toten. Ja. Wo ist der stramme Max? Wo ist der stramme Max? Der Halbnackte. Noch mehr Tote. War keine Koffer, gar nichts. Noch mehr Tote. Sagen, sind die jetzt nur noch in meinem Lager da hinten drin? So, das war echt nicht zu fassen. Also ich mache jetzt absichtlich mal kein Licht an, um jetzt nicht die allergrößte Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Werde auch nur dann ein paar Bäume kloppen, dass wir das Haus gut fertig kriegen. Und dann werde ich die Folge auch erstmal wieder beenden, sobald die Sonne aufgeht. Schade ist wirklich, dass meine ganzen Baumstämme, die ich schon vorher hier gefällt habe, so über 100 Stück dürften das gewesen sein, alle verschwunden sind. Also das ist schon ein bisschen ärgerlich. Jetzt können wir aber ein paar essen, um wieder unsere... Oh ne, na gut, war doch giftig. Aber anscheinend nicht so giftig. Und kaum bin ich wieder im Lager, rufen sie sich wieder. Kaum bin ich wieder im Lager, geht's. Also ich bin froh, wenn das hier, da hinten läuft er auch schon. Also ich bin froh, wenn ich hier die Verteidigungsmatrix ein bisschen aufstellen kann, damit die hier nicht einfach reinrennen können wie die letzten Berserker. Dauert aber ein bisschen, wie ihr seht. Und wenn sie immer und immer wieder da rumrennen, komme ich auch nicht dazu, irgendwas hier zu bauen. Ist klar. Okay. Ist klar. Gerade eben war noch gar keiner da. Und auf einmal kommen sie an. Mit 50 Leute. Aber gut. Vertreiben lassen können wir uns ja jetzt hier schon fast gar nicht mehr. Ja, da ist er. Da ist er auch schon. Ey, Jüngelchen, Mann. Jetzt geht er hier nicht raus, was der Scheiß hier. Meine Güte, ich hasse es. So, der dürfte es hinter sich haben, ein paar Zähnchen mitnehmen. Damit können wir ja später irgendwie unsere Waffe craften, damit die noch stärker wird oder so. Hab ich mal gehört. Es wird zwar hell, aber da hinten sind wieder vier Leute, wie ihr seht. Also, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Entweder habe ich mir hier die beste Stelle ausgesucht, so um zu fighten mit denen, oder das ist echt so ein Bug, dass die hier mit ganzen Horden auftauchen und noch nicht mal verschwinden. Ich meine, die können ja nicht nur an einer, die Insel ist ja schon was größer, so. Warum rennen die hier alle an einer Stelle rum?
deswegen es noch nicht gesehen. So ein bisschen nachtdienen die Leute. Aber natürlich gehen sie alle in mein Lager rein. Und stehen natürlich da rum und jetzt wurden sie von irgendwas aufgeschreckt. Ja, hier liegen zu viele Leichen rum. Ich glaube, die werden davon angezogen. Also es sind ja Kannibalen da vorne, die scheinen Hunger zu haben und snacken sich dann gegenseitig auf. Leider kommt er dann natürlich zu nichts. Ich probiere jetzt mal hier hinten ein paar Bäume zu fällen, damit wenigstens etwas passiert. Die sind ja da hinten am Snacken. Also lass mal die da snacken. Ach, da stehen auch noch 5 Mann. Unglaublich. Da stehen 5, da vorne stehen 5. Und die hacken hier trotzdem. Muss irgendwie weitergehen. Kann ja nicht wahr sein. So, mit 10 Leuten will ich mich nicht unbedingt anlegen. Klar, Waschbären, Rehe, alles klar. Nur keine Hasen, Lurche oder irgendwelche Fische. Würde demnach auch bedeuten, so dass wir hier irgendwann abhauen müssen wieder, damit wir was zu fressen bekommen. Schade, dass man nicht wie bei Fallout so Kannibale werden kann. Ich glaube, da hätten wir, bräuchten wir uns ums Essen keine Gedanken mehr machen. Ein Stück Fleisch habe ich ja noch. Das sind auch geile Bäume aus der Gegend und es passiert nichts. Na doch jetzt. Alter. Weißt du, ich nehme, glaube ich, lieber die Axt hier, die ist irgendwie ein bisschen besser. Habe ich vielleicht einen Lurchi gekillt? Hat sich so angehört. Weißt du, der ist satt und Dings und hat überhaupt gar keine Ausdauer, der Junge. Dabei müssen wir doch was machen. Und zwar so schnell wie es geht. Ich weiß noch nicht, ob die knatschig werden, weil ich hier Bäume fälle. So habe ich mal was von gehört. Dass die das absolut uncool finden, wenn wir hier die Bäume von denen abhacken. Ja, was heißt von denen? Ein Baum ist ja immer noch eine Lebensform, die nicht auf den Menschen jetzt angewiesen ist. Beziehungsweise auf irgendwelche
Mutanten oder sonstiges Gesocks. Naja, was soll's. Wir bringen jetzt erstmal die paar Dinger zurück. Also, falls ich nicht direkt von 5000 Leuten wieder angegriffen werde. Und es sind 5000 Leute. Also, schlimm hier. Hier ist es wirklich schlimm. Hier ist es wirklich schlimm. Kann man nicht anders sagen. Kommen die auch noch angeschissen? Vorwiegend Kioskbesitzer von wütenden Typen wollen hier haben. Bitte nicht. Das geht bloß in Ruhe. Ein Vogel, du. Gibt nichts heute als Verkauf. Naja, das Schiff ist natürlich klar. Alles klar. Alles klar, hier. Geh mal im Wasser spielen. Er ist voller Blut, obwohl er gar nicht gehauen hat. Ich hätte mir hier ein größeres Haus bauen sollen. Wäre wahrscheinlich etwas sinnvoller gewesen. Ey, fick dich mal. Sitzt hier in so einem kleinen Scheißhaus hier rum. Die Leute wollen alle kacken. Die eine hat es schon aufgezogen, damit sie besser. Füße, da kriege ich schon wieder ein, das ist alles scheiße. Ihr könnt nicht fahren. Ich bin einfach mal hier. Da fühlt sich nichts mehr. Kriegst du halt mit der Füße in die Fresse. Bist du. Welchen? Ganz schön mal einen Zahn raus. Tippen wir uns da, verpiss dich. Verpiss dich. Ey, da hinten, Junge, laufen noch mehr rum. Glaub nicht an das gleiche Theater im letzten Mal, oder wie? Haben wir gerade so schön angefangen. Ah, wenigstens ist das ein Vollidiot und ist ins Feuer gelaufen. Immer noch welche, die hinter uns sind. Ah ja, ist klar. Haben wir mal vorsichtig um die Ecke gelooft und wurden für unsere Vorsicht wenigstens gelohnt. Ich hab mal durch die Tür vielleicht treffen. Ja, da hinten ist wieder. Es ist wieder Mittag. Oh nein. Das ist so ein Schandale. Wir haben sowieso einen Halt. Auf mich, keine Ahnung. Die Mücke geht mir ein bisschen auf den Sack. Wisst ihr, was wir dagegen machen?
Wenn wir zu viel Dings haben, so, machen wir unser Mucke. Genau. Jetzt werden wir Russen machen, wenn wir die geile Mucke hören. Das geht. Oh. Ja, das würde so ein Scarface an unserer Stelle jetzt machen. Ich bin Tony Montana. Aber gut. Wenn ich hauen will, weißt du, dann macht er es nicht. Und dann haut er gleichzeitig dieser dumme Sau. Hier ist nur Platz für einen. Okay. Wir müssen das Medikamente nehmen. So ging das die ganze Zeit hier an. Letzten Mal. Boah, ja, das war aber Klitschko. Klitschko. Komm, bist du angebackt zum Klitschko? Komm, Klitschko. Klitsch. Ey, Alter, triffst du den nicht, oder was? Ist ja nicht zu fassen, ey. Geiler, beste Bogen ever. Beste Bogen ever. Jetzt kann ich dir jetzt gleich erstmal schon wieder Dings nehmen. Er hat auch auf mich abgesehen, dieser kleine Affe. Bevor ich jetzt abkacke. Ich habe noch ein paar Dinge, erstmal wieder ein Ding nehmen. Aber ihr seht es ja, Freunde. Irgendwie kann ich hier zu nichts runter. Ich würde auch sagen, er hält ziemlich viel aus. Ne? Wie oft fange ich denn jetzt schon mit der scheiß Axt an? Knarre funktioniert nicht, Bogen funktioniert nicht. Der Typ ist voll auf Kappe.
hält alles aus. Jetzt muss da endlich mal Ruhe sein hier im Karton, Junge. Mann, ey. Der ging mir auf die Eier. Können wir jetzt endlich weitermachen? Mann, es wird wieder eine längere Folge, wollte ich ja nicht machen, aber ihr seht ja, was hier los ist, Menschenskinder. Also, man kommt zu nichts. Überall Tote. Die kommen sowieso wieder angeschissen, wenn sie Hunger haben. Vielleicht sollte ich mir echt einen kleinen, also schnell das Ding fertig machen, ein paar Effigies hier hinstellen noch, damit die nicht immer von diesem Fleisch angelockt werden. Und mir hier im Lager rumsnacken. Ich weiß, vielleicht sollte ich auch erstmal die Dings hier machen. Also die Umzäunung hier, beziehungsweise unseren kleinen Ball. Aber da möchte ich mich drum kümmern, so wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Genug Köpfe kriegen wir ja hier. Also stellen wir mal das Ding einfach mal hier hin, damit die mal genau wissen, was hier los ist. Nämlich schon mal einiges. So, dann gehen wir den mal kurz zerhacken. Das war sehr gut. Und wieder Gesellschaft. Nein, jetzt wird es auch schon wieder dunkel fast. Er kann wieder nicht laufen, weil er keine Energie hat. Hallo? Ja, wie gesagt, die Facecam habe ich wieder ausgemacht, weil das Game so einfach ein bisschen besser läuft. Solange wie man hier was baut und tut und macht so, oder hier die ganze Zeit irgendwelche Attacken kommen von irgendwelchen Ureinwohnern, so die hier spazieren gehen, dann leckt das schon ab und zu mal, und so ist es wenigstens noch halbwegs spielbar, obwohl ich natürlich auf geringster Grafikeinstellung spiele, weil auf hoch geht überhaupt nichts. Der Rechner ist einfach nicht in der Lage, diese Sachen hier vernünftig zu bearbeiten. Das heißt der Rechner, ich würde mal eher sagen, dass das die Grafikkarte ist, aber auf jeden Fall ist es die Hardware, die hier nicht mit klarkommt, und wir möchten das Spiel doch so gerne anpreisen, also machen wir die Facecam ab und zu mal aus und manchmal wieder an. Hier ist noch ein Beinchen. Ein Bein. Ein paar Bäume hatte ich doch gefällt. Dann nicht. Doch. Ja, wenn das Hausboot da im Wasser dann ist, so würde ich mich ja auch schon mal ein bisschen sicherer fühlen, wenn man das irgendwie da hinschieben kann oder was weiß ich, wie das funktioniert, denn ich hatte noch nie eins. So, einfach mal gucken. 9 Stück brauchen wir noch. Dann haben wir das fertig. Wir probieren das FEG da noch fertig zu kriegen irgendwie. Hier liegt ja genug Scheiße rum. Kopf will ich haben. Nehmen einfach mal alles mit. Ein Arm. Noch ein Arm. Bein will er nicht. Liegt auch noch ein Kopf rum. Köpfe brauchen wir viele hier für dieses Ding.
Aber vielleicht hängt die ja mal ein bisschen ab. Sogar noch ein Steinchen brauchen wir. Da vorne liegt einer. Oh ne, der ist ein bisschen zu groß. Ich probiere es so schnell zu machen, wie es geht, aber er läuft halt nicht mehr. Er ist schwach, er ist durstig, er ist eine absolute trübe Tasse, der Typ. Kann zwar alles bauen, im tiefsten Wald, legt sich mit Ureinwohnern an, aber er ist so durstig, merkt nichts mehr, der Typ. Ja, wir werden jetzt auch erstmal unser letztes Essen essen, sage ich jetzt mal, unseren letzten Lurch grillen und wenn wir dann hier nichts zu essen finden, müssen wir erstmal wieder abbauen. Das ist echt übel. Wirklich übel. Den Kohle am Vater ja schon. Und es wird wieder dunkel. Das heißt, im Prinzip können wir uns hier wieder auf eine heiße Nacht einstellen. Aber wenn ich jetzt den Lurch hier esse, habe ich eigentlich auch wieder meine Energie voll. Denke ich. Nicht nur meine Ausdauer, sondern auch meine Energie. Ah, ja. Und die Scheinwerfer gehen aus und wir sind wieder im Dunkeln. Das Ding machen wir auch mal an. Was braucht er denn jetzt noch hier für dieses Ding? Ach ja, den Schein. Was noch? 9 Arme? Und 9 Köpfe. Na gut. Da hinten lagen noch ein paar Leichen rum. Hier vorne liegen, glaube ich, noch ein paar rum. Ein paar Arme. Da sind nur Beine. Die haben sich doch eben hier die Rübe eingehauen. Da liegt der noch rum. Halt, der kommt im Wort. So, die Arme. Ah, was war das denn? Arm? Ne, Bein. Bein. Wo sind die Arme? Da ist ein Arm. Da sind ein paar Zähne, die Finger da liegen. Die kannst du behalten. Wir probieren jetzt im Dunkeln ein bisschen was zu machen noch. Das Ding könnte aber noch was dauern. Ja, aber ob ich das dann fertig kriege jetzt, ist natürlich fraglich. Ist natürlich fraglich, Mann. Ist natürlich fraglich. Ich probiere es wenigstens schnell noch hinzukriegen. Ich wollte eine kurze Folge machen und immer wenn ich da drin bin, so will ich das machen, dann will ich das machen und zieht sich alles so krass in die Länge. 5 Baumstämme brauche ich noch. Außer natürlich, die kommen jetzt wieder angeschissen. Dann würde ich es ja schaffen. Ich jetzt auch noch. Noch 2-mal laufen. Nein, 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 nein. Sie rufen sich wieder.
Alter. Komm schon, letzte Tour. Aber jetzt. Verpisst euch bloß, sonst mache ich wieder die 80er-Mucke an. So, und dann haben wir das Hausboot fertig. Was zum Henker? Das ist aber toll, oder? Kann ich das jetzt schieben, oder was ist hier los? Tatsächlich. Ein bisschen schwerfällig, aber man scheint es schieben zu können. Hausbötchen. Schieben wir das mal noch da rein. So. Dann so und irgendwie so, oder was? Aber speichern kann man hier drin nicht. Schade. Ich hätte gedacht, man könnte hier drin speichern. Oder? Naja gut. Das Ding haben wir schon mal fertig gebaut. Als nächstes kommt dann natürlich unsere Barriere hier dran, damit wir nicht immer von diesen Leuten hier angegriffen werden. Könnte ein sehr großes Bauvorhaben werden, werde ich aber trotzdem irgendwie hinkriegen. Jetzt wird gespeichert und geschlafen. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Das war die etwas längere Folge mit ja etwas mehr Theater und mit Ureinwohnern. Dennoch werde ich probieren, weiterhin zu überleben. Dankeschön fürs Einschalten und ich sage, haut rein, bis zum nächsten Mal und wir kriegen wieder Besuch.